Okay. Will ich ihm vielleicht hier meinen Bombenplan erzählen? Warum? Damit du den Bombenplan erzählen kannst, damit du ins Loch kommst. Geiles Essen. Das würde ich eher lassen. Ein Glas. Das behalte ich lieber. Eine Flasche. Tut mir leid, mein Freund. Autsch! Das war nicht sehr schlau, Junge. Du hast dir gerade einen All-Inclusive-Aufenthalt im Loch verdient. Oh nein! Die meisten Frischlinge werden in der ersten Nacht fast wahnsinnig. Irgendeiner bricht immer heulend zusammen. Das passiert jedes Mal. Die Frage ist nur, wer wird es sein? Man kann darauf Wetten abschließen, wie auf vieles andere auch. Ich hatte mein Geld auf Randy Hicks gesetzt. Okay, das ist also das berühmte Loch. Okay. Schritt Nummer 1, ein Stück Seife finden. Schritt Nummer 2, schnell raus aus diesem Scheißloch. Schritt Nummer 3, heim zum lieben Marconi. Mein Gott, hätte nie gedacht, dass ich den stinkenden alten Arsch mal vermissen würde. Okay. Hier ist ein Schwamm. Vollgesaugt, riecht aber gar nicht mal so übel. Ich hoffe, das ist Wasser. Bitte, mach, dass es Wasser ist. Ja. Hier ist noch ein Loch. Hallo? Da stecke ich meine Hand nicht rein. Was guckt denn da durch? Da ist ein Loch im Loch. Und ich würde sagen, da lebt was drin. Gucken wir mal, für wie lange. Verschmutzte Wand? Die ist ganz schön dreckig. Na, Mirani, soll ich putzen? Eine Tür? Eine verstärkte Tür. Kann ich auf der anderen Seite mit jemandem reden? Hallo? Ist da jemand? Hört mich denn keiner? Hallo? Hallo? Ruhe, Gefangener! Hör auf zu schreien! Murray? Halt die Klappe! Was soll der Aufstand? Ich ahne ein gerüttelt Maß an Ablehnung in Ihrer Stimme, Murray. Meine Sympathie für dich hat sich in dem Moment verflüchtigt, als du mir die Flasche über den Kopf gezogen hast. Ach, kommen Sie, Murray. Seien Sie nicht so. Das war eine Ausnahme. Das passiert nie wieder. Ich schwör's. Natürlich nicht. Das Loch wird dich schon zur Vernunft bringen. Wie bitte? Nach einer Weile da drin lernt man benehmen. Was genau heißt denn eine Weile? Eine ganz schön lange Zeit. Dein Vergehen war schwerwiegend. Das Loch wird dir Manieren beibringen. Murray, hier drin stinkt's. Das Loch wird nicht geputzt. Ach so. Und was sagt die Gewerbeaufsicht dazu? Naja. Das Loch. Das Loch. Soll mir das Angst machen, dass Sie immer das Loch sagen? Dir ist noch gar nicht klar, in was für Schwierigkeiten du steckst. Du steckst im Loch. Nichts wird sein wie vorher. Leute kommen da rein und das Loch zerstört ihre Seelen. Du hättest keinen Ärger machen sollen. Okay, okay. Ich frage mich ja so ein bisschen... Ja, vorher ist er irgendwie wegen irgendwas hier in den Knast gekommen, was wir bisher noch nicht wissen, und er wird als das Monster bezeichnet, ja. Und jetzt, ne, Flasche und Offizier irgendwie über den Kopf hauen, ist so schwerwiegend, dass du gleich, ne, in den nächsten Gefängnistrakt reinkommst. Ja, da kann die Sache mit das Monster ja nicht so schlimm gewesen sein. Gut, wissen Sie, eigentlich sollte hier ein Stück Seife sein. Wissen Sie, eigentlich sollte hier ein Stück Seife drin sein. Keine Seife da? Oh Mann! Ich rufe den Hausmeister an und lass ihn eine herbringen. Murray, ich bin mir ziemlich sicher, das hier geht nicht gerade als riesig durch. Dann muss ich dir leider sagen, dass du wohl ohne Seife klarkommen musst. So läuft das hier im Loch. Sagen Sie nicht immer Loch. Oder geben Sie mir wenigstens die scheiß Seife. Tut mir leid. Keine Seife für die Gefangenen, die mir eine Flasche über den Schädel ziehen. Ach, darum geht's also. Wissen Sie was? Das hätte man ja von jedem erwarten können, aber von Ihnen, Murray? Der Murray, den ich kannte, war nie so nachtragend. Da. Nun, ich bin sehr enttäuscht von Ihnen, junger Mann. Hey, lass das, Gefangener. Verdammt, war so nah dran. Es tut mir leid, kann ich wieder raus? Murray, das mit der Flasche tut mir leid. Wann darf ich denn wieder raus? Entschuldigung angenommen. Aber das wird es für dich nicht angenehmer machen. Ach, kommen Sie. Sagen Sie mir wenigstens, wie lange ich hier festsitze.
Junge, du steckst im Loch. Und da wird dir auch nicht gesagt, wie lange. Tatsächlich bleibst du noch ein paar Stunden länger drin als geplant. Vielleicht kommst du morgen raus oder Donnerstag. Aber ganz sicher wirst du heute keine frische Luft mehr atmen. Mary, Sie wissen ja gar nicht, was Sie anrichten. Das ist lebenslänglich für mich. Das können Sie nicht machen. Willst du mich herausfordern? Du bleibst da drin, bis ich entscheide, dass es reicht. Verdammt, Mary, ich erkenne Sie ja gar nicht mehr. Seit wann sind Sie denn so fies? Haben Sie denn die arme Ente aus dem Park vergessen? Hey, woher weißt du das? Ich weiß, dass damals ein wahrer Held vor mir stand. Aber sie kenne ich gar nicht mehr. Du lügst. Tu ich nicht. Ich sah einen jungen Polizeibeamten mit einer glänzenden Zukunft, der alles riskierte, ein Leben zu retten. Aufhören! Dieser Mann, wie ein Superheld, der nicht wusste, welche Kräfte er entfalten kann, drückte dem armen Vieh den Brustkorb ein. Viele würden sagen, dass hier nur eine weitere arme Seele unter dem grausamen Stiefel der Gesellschaft zermalmt wurde. Aber nicht Sie, Murray. Sie doch nicht. Das reicht! Sagen Sie, Murray, wo ist dieser Held geblieben? Was ist mit ihm geschehen, Murray? Dieser Held starb zusammen mit der Ente. Genieß deine Strafe. Murray? Heulen Sie? Natürlich nicht. Es ist schon okay, Murray. Sie können mir vertrauen. Lassen Sie es einfach raus. Abgelehnt. Gefangene im Loch müssen physisch wie psychisch gebrochen werden. Das sind nur mal die Regeln. Na gut, Murray. Ich will nur, dass Sie wissen, dass Sie für mich immer ein Held sein werden. Danke. Ich hab ihn schon fast. Ich sehe nur, wie einer hier gebrochen wird, aber gut. Ja, ja, ja. Ich brauche Seife. Im Ernst, ich brauche die Seife wirklich. Insasse, ich sehe das Problem nicht. Das Loch ist sauber. Okay, wir haben hier aber die verschmutzte Wand. Und den Schwamm. Vielleicht können wir das miteinander kombinieren. Steht was unter dem ganzen Dreck geschrieben. Und was? Da steht, ich habe noch nie Berlin gesehen, weder vom Boden noch aus der Luft. Und beides will ich noch tun, ehe der Krieg zu Ende ist. Es ist aus irgendeinem Film, Zitat, ne? Keine Ahnung, die Luftbrücke oder wie auch immer der Film hieß. Frag mich nicht, habe ich nie gesehen. Kann man das mitnehmen? Jetzt ist die Wand zwar etwas sauber, aber ich fasse sie trotzdem nicht an. Okay. Ist schon offen. Achso. Schätze, die schauen ja ab und zu mal nach mir. Kannst du nicht mit jemandem reden? Da kann ich mit jemandem reden. Murray, ich muss mit ihnen reden. Ich hab noch nie Berlin gesehen. Ich glaube, da hat jemand eine komische Nachricht hier auf der Wand hinterlassen. Hey, Murray. Ich glaube, da hat jemand eine komische Nachricht hier auf der Wand hinterlassen. Du meinst eine Art Geheimbotschaft? Ja, so in der Art. Von einem Virgil Hills unterschrieben. Hey, hat den nicht Steve McQueen in The Great Escape gespielt? Oh, das. Ja, wir hatten mal einen Gefangenen, der total auf den Film abgefahren ist. Er machte immer absichtlich irgendwelchen Ärger, damit wir ihn hier einsperren. Und dann hat er stundenlang mit diesem blöden Ball gespielt. Was für ein Irrer. Und was ist aus dem geworden? Nun, Sleazy hat dem wohl ein Motorrad besorgt. Also, er ist ausgebrochen, genau wie im Film? Ja, und genau wie im Film hat er das Motorrad in einen Stacheldrahtzaun gesetzt. Aber im Gegensatz zu Steve McQueen hatte er keinen Stuntman. Er ist dabei draufgegangen. Tolle Geschichte. Hätte auch gern einen Ball. Würde alles viel erträglicher machen. Er hat den Ball dagelassen. Willst du ihn haben? Echt? Das würden Sie für mich tun? Wenn du dann eine Weile Ruhe gibst. Hier, bitte. Hey, Ball. Okay. Lass mich raten. Ich kann damit jetzt gegen die Wand hauen oder so. Ich denke nicht, dass das klappt. Kann ich das in das Loch packen? Ich denke nicht, dass das klappt. Hey, noch andere Wände. Ich habe da noch eine Wand. Warte mal. Aha. Ein paar Stunden später.
Another brick in the wall. Okay, mach das einfach nochmal. Man braucht heutzutage keine Spitzhacke, man braucht einen Ball. Ein paar Stunden später. Man kann schon fast durchgucken. Mit diesen Billigwände. Ein paar Stunden später. Da 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 da. Jetzt habe ich die Wand zerbröselt. Hast du fein gemacht. Was haben wir denn da? Eine Muda. Ein Wand mit Lochrohr. Eine ziemlich große Mutter. Das war ein Rohr hinter der Wand. Echt jetzt? Also machen wir nicht mit dem Ball weiter? Weiß nicht, wir können es probieren. Jetzt sehe ich ein Rohr. Da muss ich nicht mit dem Ball weitermachen. Okay, kannst du die Mutter nehmen? Ich mit bloßen Händen nicht lose. Gut. Kriegst du das mit dem Brecheisen irgendwie runter? Ja. Ja! Und eine Ratte! Oh. Hey, sieh mal einer an. Hab wohl meinen Zellengenossen gedünstet. Oh. Eine gekochte Ratte. Bei lebendigem Leibe gekocht. Da war eine Ratte in dem Loch. Da stecke ich meine Hand nicht rein. Arme kleine Ratte. Da war die Ratte drin. Ach, wirklich? Kannst du den Eimer eigentlich mitnehmen? Nee, ich muss gerade nicht. Ach so. Ist nur ein Eimer mit Wasser drin. Und so wie es aussieht, auch mein Klo. Ja. So, kannst du mit dem Rohr noch was machen? Das war ein Rohr hinter der Wand. Das ist heiß. Mhm. Benutze Ratte mit Tür? Ich glaube nicht, dass das jemand will. Hm. Das Rohr heiß ist. Was kann ich denn dann noch damit machen? Nochmal gegenhauen oder so? Nein. Nein. Okay. Will Murray nochmal reden? Harry, ich muss mit Ihnen reden. Ich brauche jetzt wirklich Seife. Im Ernst, ich brauche die Seife wirklich. Insasse, ich sehe das Problem nicht. Das Loch ist sauber. Hm. Das mache ich nicht sauber. Vielleicht. Das mache ich nicht sauber. Kannst du aus welchem Grund auch immer den Schwamm in den Eimer packen? Ist schon ganz vollgesaugt, das muss ich nicht nochmal machen. Okay. Armes Vieh. Die konnte ja nicht wissen, wie es ausgeht. Ja, das ist wohl wahr. Was kann ich denn noch machen? Kann ich aus welchem Grund auch immer die Ratte in den Eimer packen? Deine Freunde werden dich immer in Ehren halten, aber nun verrotte. ...48 Stunden später. Bäh. Verdammt! Hier drin riecht's nach Gammelfleisch. Und ich bin's nicht, das schwör ich. Hey, Murray! Kommen Sie mal her! Ich weiß, dass Sie noch da sind! Was gibt's, Gefangener? Hier stinkt's! Das ist unmenschlich! Kommen Sie! Sie müssen was unternehmen! Na, ich finde, es riecht gar nicht so schlimm. Aber hier hast du etwas Seife. Reib sie dir, du weißt schon wohin. Ah, das reicht nicht. Ich muss hier raus, Murray. Abgelehnt. Der Geruch ist etwas unangenehm, das gebe ich zu. Aber das hier ist kein Wellnessurlaub, mein Freund. Da wirst du wohl mit klarkommen müssen. Verdammte Scheiße. Ah, ist ja ekliger als eklig.
Meine Fresse, was für ein Gestank. Kannst du den aus welchem Grund auch immer mitnehmen? Nein, mit dem stinkigen Eimer will ich nichts zu tun haben. Ja, okay. Also jetzt haben wir auf jeden Fall die Seife, die wir brauchen für die Bombe.